So, nächster Versuch. Hoffentlich sind wir dieses Mal richtig rum. Und es sieht auf jeden Fall schon besser aus hier. Dropshipping, ja, ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Der ein oder andere hat es schon mitbekommen. Wir machen das inzwischen sehr erfolgreich. Und wir möchten euch gerne zeigen, dass wir das nicht einfach so von heute auf morgen super erfolgreich gemacht haben, sondern dass wir selber viele Probleme damit hatten, bevor wir es dann hingekriegt haben, das wirklich auch kontinuierlich mit hohen Gewinnen zu schaffen. Gut, was genau das heißt und wie wir das gemacht haben, darum soll es heute gehen. Erst einmal einfach ein, zwei Beweise. Das neben mir ist übrigens Thomas, der in meinem Team das Team Dropshipping leitet. Das heißt, er selbst hat wiederum auch Leute, die für ihn arbeiten in meinem Team. Und er ist quasi der Chef des Teams. Nicht nur quasi, sondern faktisch. Schön, dass du da bist. Dankeschön, schön hier zu sein. Guten Abend. Dadurch, muss ich auch ehrlicherweise sagen, bin ich nicht der absolute Experte in dem Thema, sondern ich habe das verstanden und ich weiß auch, wie es geht, aber die tägliche Anwendung in meinem Team, in der Agentur generell, die machen ja unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Bereichen und eben im Bereich Dropshipping, da bin ich Thomas das. Das heißt, diese täglichen Herausforderungen, diese großen Probleme, die einen schon fast an Nervenzusammenbruch treiben, die hat er gemeistert und nicht ich. Das heißt, er ist auf jeden Fall der absolute Experte im Team und er ist deswegen auch da und wird heute einige Sachen dazu erklären. Was machen wir heute? Ich will auf jeden Fall ein paar Beweise mitbringen am Anfang. Ich will auf jeden Fall zeigen, hey, wir machen auf jeden Fall hohe fünfstellige Umsätze damit auch. Wir machen auf jeden Fall, haben wir auch Probleme gehabt damit. Und ich möchte auch ein, zwei Sachen zeigen, wo es nicht so gut funktioniert hat. Ja, lass uns erst einmal mit Beweisen anfangen. Was haben wir gemacht, was funktioniert hat? Was wir gemacht haben, ist, es war relativ früh am Anfang, als wir den ersten Shop aufgemacht haben. Das war ja unser erstes Projekt und da ist schon relativ schnell, schon im September, manche kennen es vielleicht noch von YouTube, im September sehr schnell der Umsatz hochgegangen. Wir haben halt in diesem einen Monat dann 20.000 Euro gemacht, 22.000 Euro. Zeig's ruhig mal. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich hoffe auch. So, die Seite dafür, kann man es sehen? Ich gehe mal näher ran. So, ja, ich glaube, das sieht man. Ja. So, perfekt, danke. Okay, gut. Und da sieht man schon, also wir haben wirklich sofort gestartet. Aber eine Sache, die man da auch sieht, zeigt es ruhig nochmal, die ist, dass zwischendrin einmal die Umsätze eingebrochen waren. Warum ist das passiert? Genau, das ist passiert, weil wir in zu kurzer Zeit einfach zu viel Umsatz gemacht haben. Mhm. Mit zu vielen kleinen Beträgen über PayPal. Und dann hat uns PayPal einfach kurz das Konto gesperrt. Und die haben gedacht, Moment mal, was machen die Leute da? Und das ist eigentlich den meisten Dropshippern, die ich kenne, schon passiert. Und das ist eigentlich normal. Und wenn ihr auch mit Dropshipping loslegen wollt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es euch auch passieren wird. Lasst es euch jetzt mal gesagt sein, es ist kein Weltuntergang, aber für eine kurze Zeit müsst ihr euren Shop dann erstmal schließen. Das stimmt. Also das war wirklich ein Problem. Das hatten wir 2 Tage lang, wo wir fast gar keine Umsätze mehr machen konnten, weil die Umsätze zu dem Zeitpunkt fast komplett über PayPal kamen. Genau. Wir haben das gelöst. Also wir haben sowohl das PayPal-Konto freigeschaltet, als auch sofort gemerkt, hey, wir müssen weg von PayPal, weil das ist zu viel Kontrolle von außen. Und dann haben wir, wie lange, 1,5 Monate ungefähr? Fast 2 schon. Fast 2 Monate gebraucht, um einen wirklich guten Bezahlanbieter zu finden, mit dem man das auch wirklich sauber machen kann. Die Probleme bei dem Bezahlanbieter sind gewesen, und ich gehe auch gleich dann nochmal da genau darauf ein, wie wir überhaupt dieses Dropshipping umgesetzt haben, wie wir das machen, woher das kam bei uns im Team überhaupt. Aber erstmal kurz zu dem Bezahlanbieter, haben wir einfach gemerkt, hey shit, wir dürfen nicht einen nehmen, der uns einfach komplett den Hahn zudrehen kann, sondern wir müssen einen nehmen, mit dem wir selber sehr gut in Kontakt stehen. Und deswegen haben wir da auch einen gefunden, der sehr effektiv ist und auch sehr nahbar. Also wie oft sprichst du mit dem? Inzwischen jeden zweiten Tag mindestens. Mit dem Geschäftsführer persönlich, ja. Also da sind wir sehr, sehr gut im Kontakt und dafür auch sehr dankbar. Darüber reden wir übrigens, wollte auch zuschauen heute oder zumindest zuhören. Ja, würde mich freuen auf jeden Fall. Da reden wir auf jeden Fall gleich nochmal mehr drüber. Vorher nochmal, was ist überhaupt Dropshipping? Bei Dropshipping ist es so, dass man, wenn man, achso, und natürlich zu den Umsätzen, diese 22.000, davon waren etwa 7.500 ungefähr, waren davon Gewinn, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Zurück aber nochmal jetzt zu der Geschichte Dropshipping. Woher kam das, wie ist das passiert und wieso haben wir damit so schnell so viel Geld machen können? Erstmal ist es so, dass wir natürlich als Team im Bereich Online-Marketing schon Erfahrung hatten. Das heißt, wir haben nicht einfach so, ohne irgendwas zu wissen, uns hingesetzt und haben irgendwie Dropshipping gemacht und es hat funktioniert. Wir mussten selber erstmal überhaupt verstehen, wie funktioniert Dropshipping, während wir parallel uns informiert haben. Das heißt, ich habe sofort Kontakte geknüpft. Der ein oder andere, ihr könnt das auch auf meiner privaten Facebook-Seite verfolgen, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, dass ich so, ich glaube Juni ungefähr, habe ich einen Post abgesetzt, wer hier ist erfolgreich mit Dropshipping. Und da haben sich ein paar Leute gemeldet, mit denen ich mich dann auch ausgetauscht hatte. Zu dem Zeitpunkt haben wir angefangen, das war im Juni diesen Jahres. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch in etwa zu diesem Zeitpunkt Thomas ins Team geholt und dann kurz darauf noch 1, 2 weitere Leute, die auch in seinem Team sind.
Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir erst einmal, ihr merkt, von Juni bis September, im Juni und im Juli und im August, so in etwa in dem sommerlichen Zeitraum, da haben wir überhaupt erst einmal verstanden, was genau ist das, haben in Ende August, glaube ich, war das, haben wir das erste Mal wirklich was umgesetzt und im September war der erste Monat, wo wir wirklich Gas gegeben haben. Und was man macht beim Dropshipping ist, dass man sich einen Shop aufbaut, das haben wir dann auch gemacht und dieser Shop, da haben wir dann Produkte eingepflegt, die wir aus Asien importieren. Und zwar nicht im Vorhinein, wie das bei FBA beispielsweise der Fall ist, sondern ein Kunde bestellt etwas auf der Website. In dem Moment leiten wir die Bestellung dann weiter nach China und der chinesische Händler, mit dem wir persönlichen Kontakt haben, das ist ein ganz wichtiges Element, der schickt das dann nach Deutschland zu unserem Kunden. Genau. Jetzt kommen unheimlich viele Fragen auf. Was ist mit dem Zoll? Ne? Natürlich ist eine riesige Frage. Was ist mit Einfuhr? Du musst natürlich Einfuhrzoll auch zahlen dann. Du hast natürlich die Mehrwertsteuer, die irgendwo hin muss. Du hast natürlich Produkte, die irgendwie nicht funktionieren, wo was kaputt ist vielleicht. Produkte, die vielleicht niemals ankommen, weil sie irgendwo verloren gehen. Es gibt so viele Fragen, die es dazu zu klären gibt. Und die wichtigste Antwort darauf, die habe ich gerade eben schon ein bisschen angerissen, ist, dass du einen Händler persönlich Kontakt zu einem Händler in China haben musst. Viele machen Dropshipping über AliExpress. Das heißt, da kommt eine Bestellung rein, dann gehen sie auf AliExpress und bestellen das für den Kunden. Das ist aber nicht so einfach, weil das Problem bei AliExpress vor allem ist, dass du bei wildfremden Händlern bestellst und du hast keinen Kontakt zu dem und da kann alles Mögliche schiefgehen. Wenn du aber einen Händler hast, so wie das bei uns der Fall ist, wo du auf Rechnung arbeitest, das heißt, die schicken uns wie oft? Einmal alle Woche, zwei Wochen? Jede Woche. Jede Woche ungefähr, kriegen wir eine Rechnung gestellt aus China, die wir dann einfach ganz normal bezahlen und wir haben gleichzeitig auch den Kontakt mit dem Händler, sodass wir sagen können, hey, da ist ein Produkt kaputt gegangen bei dem Kunden oder das kam nie an. Und der Händler schickt es auf eigene Kosten dann wieder erneut nochmal zum Kunden. Die Lieferzeit ist auch deutlich beeinflusst. Ja? Also normalerweise, wenn du aus China was bestellst, hast du eine Lieferzeit von vielleicht 3, normalerweise eher 4 oder 5 Wochen. Und wir haben es eben hingekriegt, durch den Kontakt zum Händler bessere Lieferkonditionen zu bekommen mit einem besseren Lieferservice. Und so haben wir es geschafft, auf circa 2 Wochen in der Lieferung zu kommen. Es kann auch mal sein, wenn der Händler das vielleicht ein bisschen später losschickt, dass es dann 3 Wochen nach der Bestellung erst beim Kunden ankommt. Aber es kommt auf jeden Fall deutlich schneller an, als wenn man das einfach nur so auf AliExpress bestellt. Das heißt, du merkst schon, da ist es mega wichtig, dass du selber Kontakte nach China hast. Ja. Was haben wir gemacht? Wir sind umgezogen dann mit dem Shop auf ein, zwei andere Anbieter, Bezahlanbieter, haben die versucht und haben auch sehr schnell gemerkt, dass die auch alle nicht funktionieren. Da haben wir erstmal gelernt, wie viele Bezahlanbieter es da draußen gibt und wie viele dafür nicht funktionieren. Was ist das größte Problem? Ein Beispiel ist Digistore. Digistore ist ja auch ein Bezahlanbieter, der in Deutschland sehr stark vertreten ist und das zu Recht. Ich kenne ja auch Sven Platte, den Geschäftsführer von Digistore persönlich und ich finde, Digistore selber ist eine super Lösung. Das Problem bei Digistore ist, es ist schwer, da physisch Produkte reinzubringen und selbst wenn man das irgendwie hinkriegt, dann ist es immer noch zu teuer, weil Digistore nimmt 1 Euro pro Produkt und es nimmt nochmal, ich glaube, ca. 8% pro Verkauf insgesamt und das Problem daran ist, dass wenn wir mit solchen kleinen Produkten arbeiten wie im Dropshipping, was oft sind es kleine Produkte für 10 Euro, dann hat man oft eben diese Situation, dass die Digistore-Kosten, nämlich der 1 Euro plus die Prozent, dass die dann das Ganze auffressen, was man an Marge übrig hätte. Das heißt, man verdient nicht 100 Euro pro Verkauf, sondern man verdient vielleicht nur 2, 3 Euro Gewinn, die man hat pro Verkauf und bei 1 Euro plus 8% ist das recht schnell viel weniger schon. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was man auf jeden Fall machen kann, da ist, dass man auf verschiedene andere Anbieter umsteigt und guckt, wie das geht, gerade im Vergleich zwischen Digistore, zwischen, was haben wir noch probiert, Samcard, Affilicon. Ja, es gibt verschiedene Anbieter und wir haben einen ganz bestimmten gefunden, den wir jetzt auch mit unserem Mastermind-Club austauschen, den wir, bevor wir jetzt unsere Mastermind da nicht komplett reingepackt haben, erst einmal noch nicht so öffentlich machen wollen, weil wir halt noch nicht sicher sind, wie viel Vorteil haben wir gegenüber anderen dadurch, dass wir diesen Bezahlanbieter haben, der mit uns auch spezielle Konditionen verhandelt hat. Auf jeden Fall werden wir den weitergeben, früher oder später. Es kann nur sein, dass es eben noch ein bisschen dauert, bevor wir einmal den Markt uns komplett angesehen haben. Den gibt es da auch noch. Okay. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wir haben auch Shops gemacht, die nicht funktioniert haben. Was ist so ein Beispiel dafür, wo wir was angefangen haben, wo wir ein bisschen getestet haben? Da kamen auch Umsätze rein, vielleicht auch Gewinne, aber die waren nicht so hoch, dass man sagen könnte, hell yeah, das machen wir jetzt unbedingt weiter. Ja, wir haben am Anfang halt viel mit Nischenshops gearbeitet. Also gerade wenn du mit Dropshipping anfängst, ist ja immer erst die Frage, mache ich einen allgemeinen Shop, wo ich quasi alles anbieten kann, oder mache ich einen Nischenshop, wo ich zwar eine kleinere Audience habe, aber eine deutlich passioniertere Audience, die halt für dieses Thema jeweils brennt. Und wir haben erstmal mit einem Nischenshop angefangen,
Den, wo ich gerade gezeigt habe, der hat hervorragend geklappt. Dann haben wir mal einen Anglershop probiert, weil wir dachten, okay, Angeln, passionierte Nische, sehr gut, könnte gut klappen. Und das hat halt nicht so gut funktioniert. Also wir haben uns relativ viel Zeit und Energie da rein gesteckt. Ich kann das ja auch mal ganz kurz zeigen. Da haben wir innerhalb von einem Monat ungefähr, haben wir dann gemerkt, kann man das sehen, ich hoffe, man sieht es, haben wir keine 4.000 Euro gemacht. So. Und wir haben, es war überhaupt nicht lukrativ. Wir sind da mit ein bisschen Gewinn rausgegangen, so, haben aber gemerkt, okay, klappt nicht alles immer so gut, wie man dachte. Und es gab viele Gründe dafür, unter anderem zum Beispiel haben wir nicht das perfekte Produkt gefunden, beziehungsweise wir haben ein sehr gutes Produkt gefunden, aber das war zu teuer für ein Free Plus Shipping. Wir hätten es dann ja vielleicht für ein Retail bewerben sollen. Also noch kurz zu erklären, Free Plus Shipping bedeutet, dass du das Produkt offiziell als gratis anbietest, aber du dann noch ein bisschen Gewinn über den Versand machst. Und Retail-Produkt ist dann einfach, wenn du sagst, dass du einen gewissen Deal anbietest, 30% Rabatt, 50% Rabatt und bezahlst es, aber bietest es trotzdem für einen Normalpreis an. Und für ein Free Plus Shipping Produkt war es zu teuer und dadurch haben wir eigentlich kaum Gewinn mit diesem einen Produkt gemacht. Zum anderen sind auch die Angler nicht so, das ist eine sehr kritische Zielgruppe. Die sind sehr kritisch und sehr, die wollen es genau wissen und wir hatten jetzt auch nicht so die Ahnung von Angeln und deswegen konnten wir auch nicht mal auf alles so gut eingehen. Und deswegen macht euch gut schon mal Gedanken, wenn ihr Nischenshop macht, was für ein Nischenshop. Und nicht alles wird funktionieren, aber wir haben halt vieles ausprobiert. Auch das Thema Free Plus Shipping und generell Dropshipping, wie setzt man das eigentlich um? Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Jetzt vorher einmal nochmal zu dem, was hat denn funktioniert auch? Ja? Also auch einfach um zu zeigen, wir haben zwar Sachen gehabt, die haben nicht funktioniert, aber wir haben auch Sachen, die haben sehr gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel jetzt erst mehrere Shops auch, muss man dazu sagen. Einer ganz besonders, den wir jetzt gerade hochskaliert haben, der ist schön repräsentativ, weil wir den vor ein paar Tagen erst angefangen haben. Damit können wir einfach auch zeigen, hey, du musst nicht irgendwie ewig lang viele Fans haben auf Facebook oder berühmt sein oder so, sondern du kannst einfach quasi von jetzt auf sofort mit der richtigen Strategie einen Dropshipping-Shop aufbauen, der dann von, in Anführungsstrichen, jetzt auf sofort, also innerhalb weniger Tage, viele tausend Euro am Tag an Umsatz generiert. Thomas öffnet das vielleicht schon mal ganz kurz. Ja. Und zwar haben wir ja den Bezahlanbieter gewechselt. Ja. Und bei dem Bezahlanbieter, da sieht es so aus, dass wir jetzt Moment, ich öffne das mal kurz. Ich mache mal einen Screenshot hier. Schwupp, vielleicht erkennt der ein oder andere sogar den Bezahlanbieter schon. So, wo ist er? Da ist er, ne? Genau, richtig. Zack. Da seht ihr auch, wie macht man das jetzt voll mit? Da macht man. Zack. So, da sieht man auch. Martina, schaust du mal, dass man das gut erkennt? Mhm. Ein bisschen weiter nach vorne, Moment. Machst du das? Ja. Okay, was man da sieht ist, wir haben vor ein paar Tagen einen Shop angefangen. Und diesen Shop, den wir vor ein paar Tagen angefangen haben, da haben wir jetzt in den letzten Tagen fast 8.000 Euro Umsatz gemacht. Heute werden wir auf jeden Fall die 8.000 knacken. Und da sieht man eben, wie es so von den ersten Tests, wo wir einfach nur ein paar Dutzend Euro bis hin zu ein paar hundert Euro, und dann sieht man so einen riesigen Sprung, das war gestern, glaube ich, das oder? War gestern, genau, das war gestern. Da haben wir dann einfach den Adspend deutlich erhöht. Mhm. Und mit dem, was wir an Adspend erhöht haben, haben wir natürlich mehr Reichweite generiert und haben dadurch natürlich sofort auch mehr Verkäufe gehabt. Und dann haben wir eben, heute sieht es ein bisschen weniger aus, das liegt nur daran, dass in den Abendstunden sehr viele Leute kaufen. Deswegen sind da die Umsätze bisher nur halb so hoch wie gestern, werden jetzt aber über den Abend noch extrem steigen und dadurch werden wir dann morgen, wenn wir auch auf den Tag zurückgucken, den heutigen, werden wir sehen, dass wir da extrem viel Umsatz generiert haben wieder. Und das wird auch wieder, was haben wir da gestern gemacht? 1.800 oder? Und das wird nochmal mehr sein. Da muss man aber noch dazu sagen, das hier sind die Bezahlungen, wo die Bank. Kannst du das nochmal kurz erklären, bevor ich jetzt was Falsches sage? Genau, das sind die, besser drin. Das sind auch nur die Transaktionen, die auch wirklich schon auf dem Konto angekommen sind. Das heißt, das ist erstmal alles, was direkt über PayPal reinkam und sowas. Und die Sachen, die zum Beispiel über Vorkasse waren oder über SEPA, Banküberweisungen, die sind noch gar nicht da. Das heißt, eigentlich haben wir mehr als 1.800 gemacht, sondern ich kann es auch mal in einem Werbekonto einfach zeigen stattdessen. Das ist jetzt das Werbekonto der Kampagne. Omar fragt auch schon gerade, wie viel haben wir investiert in die Werbeanzeigen? Das zeige ich hier. Das ist jetzt die Kampagne. Ich hoffe, man kann es sehen. Korrigiere mich, falls es ist. Das ist jetzt die Kampagne von dem einen Produkt, was gerade gut läuft bei uns. Wir haben mehrere Produkte, die ganz gut laufen, aber das ist nochmal jetzt besonders eskaliert.
Und da habe ich gestern den Adspend auch nochmal gut erhöht. Das ist, nee, was jetzt heute? Ich gehe mal auf gestern. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber vielleicht kannst du die Zahlen auch mal ein bisschen nennen. Genau, richtig. Also was man sieht ist, wichtig ist jetzt hier der Adspend und quasi was wir daraus gemacht haben, also was wir dann verdient haben. Wir haben jetzt gestern zum Beispiel 827 Euro nur für Werbung ausgegeben, haben aber 2.464 Euro damit verdient quasi. Das heißt, wir haben einen Return on Ad Spend von 3 ungefähr, das heißt ein Dreifaches von dem, was wir reinstecken, bekommen wir auch wieder raus. Und damit bin ich erstmal soweit sehr zufrieden. Insgesamt, wenn ihr mal ein Produkt habt, was gut läuft, könnt ihr euch einfach mal das in dem gesamten Zeitraum ansehen. Wir haben das jetzt schon ein paar Tage gut beworben und insgesamt kann man sehen, dass wir jetzt für dieses eine Produkt, für diese eine Werbekampagne haben wir jetzt 5.400 ungefähr ausgegeben und haben da jetzt auch 15.000 Euro grob mitgemacht. Also nur damit man sehen kann, wie man das skalieren kann. Die hat ja, das ja einfach wie schnell das auch geht, ja, das genau. Ist eben der Punkt. Weil ich habe jetzt gerade heute erst zufälligerweise ein Video gesehen, wo jemand sagt, der Manuel, der hat ja nur Erfolg, weil der seit Jahren YouTube macht. Aber das ist halt nicht der Fall, sondern natürlich spielt das extrem eine große Rolle, wenn man Sachen verkauft, wenn man vorher Social Media gemacht hat und die Leute sehen das. Aber zum Beispiel hier verkaufen wir Sachen an Menschen, die noch niemals von irgendwas von uns gehört haben. Und wir machen das über einen Shop, der komplett neu ist in seinem Namen. Das hat noch niemals jemand vorher gehört. Und da ist es überhaupt nicht relevant, dass ich irgendwo vorher mal YouTube, Instagram oder sonst was gemacht habe. Jetzt haben wir darüber gesprochen, also so schnell kann es gehen, was hochzuskalieren. Die Frage ist jetzt, wie macht man sowas? Ja? Also wie skaliert man sowas? Und bitte lasst uns dabei auch ehrlich bleiben, das kann extrem einfach sein, das kann aber auch zum Haare raufen sein. Deswegen, ja, es ist möglich, damit innerhalb von 14 Tagen auf 25.000, 30.000 Euro im Monat an Umsatz und damit vielleicht 10.000 Euro an Gewinn zu kommen. Aber dass es möglich ist, heißt nicht unbedingt, dass es jeder mal eben schnell schafft. Und eine Sache, die ich euch ans Herz legen möchte auch, ist, dass wir eine Mastermind haben und dass wir eine Coaching, Ausbildung und auch einen Done-for-You-Service haben. Wenn ihr also wollt, dass wir zum Beispiel das für euch aufbauen, dann könnt ihr das auch bei uns anfragen. Das heißt, schreibt mich einfach an, sagt, ihr seid interessiert. Der einfachste Weg dafür ist sogar, wenn ihr auf den Link kundenfabrik.com/187 Produkte, Dropshipping-Produkte, glaube ich. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Martina postet das mal eben schnell rein. Dann habt ihr einen Link, den ihr anklicken könnt. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Kurz zu einer Strategie also auch. Wir sind in mehreren Masterminds. Also wir sind sowohl in Masterminds, wo wir uns mit sehr, sehr erfolgreichen Leuten austauschen. Wir sind auch in unserer eigenen Mastermind, die wir aufgemacht haben zum Thema Dropshipping, wo man reinkommt, wenn man bei uns entweder eine Ausbildung beginnt, als Dropshipper, also beziehungsweise wo wir dich dann halt natürlich ausbilden. Und die andere Sache, wenn man eben bei uns ein Done for You macht, dann kommt man da eben auch in diese Mastermind rein. Und man sieht so ungefähr diese Ecke hier. Ich hoffe, das funktioniert. Ich nehme auch mal die Blümchen weg. So. Was man macht ist, dass man ja in jedem Fall, ihr kennt vielleicht ein YouTube-Video, das ich mal hochgeladen habe, wo ich sage, so habe ich 50.000 Euro in 30 Tagen gemacht. Das ist schon, vor einem Jahr habe ich das hochgeladen und vor 2 Jahren oder so, das, was ich in dem Video gemacht habe, das war quasi da auch nochmal ein Rückblick auf einen Tag vorher, auf ein Jahr vorher. Was ich da drin erklärt habe, ist, dass du immer 3 Sachen brauchst. Ein Lead Magnet, dann brauchst du einen Tripwire und dann brauchst du eine Core-Offer. Ein Lead Magnet ist einfach irgendetwas, zum Beispiel kostenloses, wodurch die Leute aufmerksam werden, Interesse haben und die Sache eben anklicken, auch die Werbeanzeige. Der zweite Schritt, den man braucht, ist einfach irgendetwas, was so günstig ist, dass die Leute reinspringen in den Kauf, weil sie einfach nicht viel drüber nachdenken müssen. Das ist ein Impulskauf. Und die nächste Sache ist eben etwas, was man macht, damit man auch wirklich Gewinne erzielt. Weil das Problem ist, wenn du ein günstiges Tripwire hast, dann machst du damit pro Verkauf vielleicht, ich sag mal, 10 Euro. Aber du hast noch nicht wirklich Gewinn gemacht, weil diese 10 Euro sind in etwa die Kosten, die du aufbringen musst, um deine Werbekosten zu finanzieren. Und deswegen, was wir hier haben, ist, dass wir diesen Schritt tatsächlich in 1 packen. Und das hier bei uns ist ein Free plus Shipping. Und der ein oder andere von euch hat beispielsweise schon von Alex Fischer oder von Chris oder von... es gibt so viele Leute da draußen, die in den letzten Monaten ein kostenloses Buch gemacht haben. Und dann muss man quasi, wenn man das Buch haben möchte, nur den Versand und die Verpackung bezahlen. Das sind dann halt so 5, 6 Euro. Und bei dem Free Plus Shipping hier in den physischen Produkten, da machen wir das so ähnlich. Wir setzen den Versand und die Verpackung ein bisschen höher an, also gern auch bei 6, 7 Euro. Und das liegt daran, dass wir dann von diesem Geld sowohl das Produkt kaufen können, als auch die Werbekosten kaufen können, als auch im Idealfall sogar schon ein bisschen Gewinn mit drin haben. Ein einfaches Beispiel ist, stellt euch vor, wir bezahlen für das Produkt 1,50,
bezahlen für den Versand 1,50 und bezahlen, bis einer was kauft, 2 Euro. Dann haben wir hier 5 Euro, die uns das gekostet hat. Und jetzt könnten wir theoretisch, um einen Kunden zu gewinnen, 5 Euro ausgeben. Wir haben noch ein paar mehr Kosten durch den Bezahlanbieter. Das heißt, wir müssen im Durchschnitt, wenn einer kauft, damit, dass der kauft, 6 Euro quasi Umsatz generieren, während wir gleichzeitig bereit sind, dann in der Lage sind, 6 Euro auszugeben für die Werbekosten. Und jetzt ist der spannende Teil hier, wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, dass wir in diesem Rahmen bleiben, dann haben wir quasi kostenlos neue Leads, weil die bezahlen sich ja selber, weil die von den Zahlen her im Durchschnitt so viel ausgeben und einnehmen, dass es sich gegenseitig bezahlt macht. So, jetzt macht Martina ein bisschen was, alles okay? Nee, das Akku lädt nicht. Das Akku lädt nicht? Mhm. Woran liegt das? Ist, also eben hat es geladen. Wie viel Strom haben wir noch? Sind wir bald? 9%. 9%? Ja. Läuft das Ding noch? Das ist aber grenzwertig, du. Aber eben hat alles geklappt, also jetzt auf einmal habe ich gemerkt, dass nichts mehr lade. Nee? Dann haben wir jetzt einfach wenig Zeit. Aber wir sind noch drauf, oder was? Ja, ja, klar. Und wir wechseln kurz das Handy schon. Ja, warte. Krass, der Manuel ist live. Ja, Benjamin. Danke dir. So, wir sind auf jeden Fall, sind wir glaube ich noch da, oder? Ja, ja, okay, here's what we do. Also wir haben in dem Moment hier, haben wir schon den Umsatz so hochgeschraubt, dass wir es schaffen, quasi neue Leads einzukaufen über Facebook-Werbeanzeigen. Jetzt ist das hier, ist ein riesig komplizierter Teil. Es klingt so einfach, wenn ich das erkläre, aber damit schlägt man sich Nächte um die Ohren, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Und wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist das immer noch sehr viel Aufwand. Wir müssen hier, müssen wir quasi Dutzende Werbeanzeigen, Texte, Bilder und verschiedene Zielgruppen miteinander testen. Das heißt, es sind easy, mal 500 verschiedene Werbeanzeigen, bevor man herausfindet, wo es wirklich richtig greift. Wohlgemerkt, wenn es greift, boom, ja, dann geht es durch die Decke sofort, wie in dem Shop, den wir gerade skalieren, auch gesehen habt. Aber bis das greift, muss man erst einmal extrem viel herausfinden. Und dann, den wirklichen Gewinn, macht man danach. Als Beispiel könnte ich sagen, hier hat man irgendein günstiges Produkt, und dann hat man von diesem Produkt quasi nochmal 2 zum Preis von einem oder irgendetwas anderes, was dieses Produkt gut ergänzt. Und dann macht man hier vielleicht nochmal 10 Euro pro Verkauf. Und dieser Gesamteffekt, zack, sind natürlich 15 Euro im Idealfall. Das kauft aber nicht ganz jeder. Das heißt, manchmal kauft jemand vielleicht nur für diese 5 Euro da hinten und wir haben diese 10 Euro nicht gemacht. Aber im Durchschnitt sind es dann vielleicht so, sagen wir mal, 8 Euro. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sieht. 8 Euro quasi, die wir im Durchschnitt pro Kunden machen. Und jetzt haben wir Kosten 5 Euro und jetzt haben wir aber 8 Euro, die wir an Umsatz machen. Das heißt, wir haben 3 Euro schon Gewinn. Jetzt schon. Und dann haben wir aber noch Leads, denen wir auch noch am nächsten Tag eine E-Mail schicken können oder 2 Wochen später eine E-Mail schicken können, wo wir sagen, hey, das könnte dich auch noch interessieren. Und somit erhöhen wir den durchschnittlichen Kundenwert. Und das Wichtigste vielleicht überhaupt ist, dass wir immer im CPA gegen den CLV, whoopala, oh mein Gott, Freunde, ich sollte aufhören, Sachen an die Tafel zu schreiben, gegen den CLV stellen. Was ist das? Der CPA ist Cost per Acquisition, also wie viel Geld geben wir aus, um einen Kunden zu bekommen. Und der CLV ist, wie viel Geld gibt der Kunde dann bei uns aus. Wenn wir also, um einen Kunden zu akquirieren, 5 Euro ausgeben und der gibt uns im ersten Moment im Durchschnitt 8 Euro und dann kauft er vielleicht 3 Tage später nochmal irgendein ergänzendes Produkt, vielleicht nochmal für 10 Euro, dann hebt sich dadurch der durchschnittliche Wert meinetwegen auf, sagen wir mal, 11 Euro, ja, beispielsweise. Und so heben wir den Kundenwert, während wir durch Split-Tests die Kosten für einen Kunden extrem reduzieren. Ich hoffe, das ist verständlich. Lasst mir gerne auch eine Frage, wenn das nicht 100% verständlich ist. Und bitte, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr Transparenz schaffen, also noch mehr euch zeigen, wie wir woraus wir Umsätze generieren, vielleicht nochmal konkreter auf die Produkte eingehen, lasst mir einen Daumen hoch da, damit ich weiß, dass euch das gefällt. Und ich möchte euch jetzt auch eine ganz krasse Warnung aussprechen, weil eine Sache, die haben wir herausgefunden, die ist brandgefährlich. Vielleicht kannst du das einmal kurz zeigen, Thomas auch. Martina, vielleicht hilfst du ihm nochmal. Nämlich in der Anzeige, für wie viel Geld man macht in Shopify, da kann man ganz einfach täuschen. Und das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und deswegen haben wir euch auch verschiedene Bezahlanbieter gezeigt und wir zeigen euch auch nochmal, wie man sieht, dass wir das, was wir euch zeigen, das auch echt ist. Thomas, vielleicht erklärst du das einfach. Genau, also es sind in letzter Zeit immer sehr, sehr viele extrem krasse Screenshots kursiert, wo teilweise wir uns auch wirklich gedacht haben, das kann wirklich einfach teilweise nicht sein. Ich meine, Dropshipping, ja, wir haben es ja auch gesehen, es hat unglaublich viel Potenzial. Du kannst in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld machen, aber du kannst auch sehr viel faken darüber. Und das ist zum Beispiel ganz einfach...
Das hat der Dennis bei uns im Büro mal gemacht. Du kannst einfach, wenn du auf Shopify bist, jetzt gerade wieder in dem Beispiel von gerade eben, sieht man das? Wenn du hier quasi einfach eine Zahl markierst, kannst du hier auf Untersuchen gehen. Also ich bringe euch jetzt hoffentlich nichts Böses bei, also macht das bloß nicht nach. So, und dann könnt ihr hier einfach die Zahl, die ihr da seht, verändern. So, zack, speichern, wieder aus dem Quelltext rausgehen und dann habt ihr auf einmal eine Null mehr dran. So, ne? Also die ganzen Zahlen hier, die könnt ihr auch alle verändern. Also nur, dass ihr es wisst, wenn ihr mal einen Screenshot für irgendwas seht, das muss nicht unbedingt das heißen, was es auch draufsteht. Also ihr könnt ja theoretisch alles dran verändern. Sicher seid ihr dann erst, wenn ihr wirklich auf der Seite seid und die Seite wieder refresht, weil dann wird es automatisch wieder... Vielleicht machst du das auch nochmal? Ja, bin gerade dabei, ja, lädt gerade nicht. Ja. Hast du wieder? Doch, ja, okay, alles klar. Wenn ihr die Seite dann wieder neu gestartet habt, dann seid ihr wieder auf diesen alten Werten quasi. Also wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass das viele machen. Ich sage nur, dass es möglich ist und gerade bei Screenshots sollte man da ein bisschen vorsichtig sein und auf jeden Fall kritisch bleiben. Also bitte, Freunde, es gibt einige Leute da draußen, die euch erzählen, dass sie das drauf haben. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch einige davon wirklich drauf haben. Ja. Ich bin auch überzeugt davon, dass einige andere das nicht so sehr drauf haben, sondern vielleicht ihr Geld eher damit verdienen, dass sie euch ausbilden. Wir verdienen auch Geld damit, dass wir euch ausbilden. Und wir machen das aber nicht nur, um Geld zu verdienen damit, sondern weil wir eure Hilfe brauchen. Konkret nämlich heißt das, dass wir gern ein Expertenteam haben möchten. Wir wollen noch mehr Testimonials sammeln, wir wollen noch mehr Screenshots von unseren Leuten, die einfach extrem viel Umsatz machen damit. Wir wollen, dass wir die Mastermind, in der wir gerade sind, füllen mit Leuten, die genau wissen, was sie machen. Deswegen haben wir auch ein Bewerbungsverfahren. Das heißt, dieses Bewerbungsverfahren ist ganz simpel. Ich schaue nochmal ganz kurz, dass wir auch den Link hier genau richtig haben. Einmal ist es der Link, den Martina schon eingegeben hatte. Und dann gibt es nochmal ein weiteres, nämlich wir haben ein gratis Dropshipping-Coaching. In diesem gratis Dropshipping-Coaching werden wir erst einmal mit euch sprechen. Wir werden euch kennenlernen, wir werden ein bisschen herausfinden, wie ihr drauf seid. Und wir werden das verwenden, um herauszufinden, ob wir miteinander arbeiten sollten. Und wenn wir uns dazu entscheiden, miteinander zu arbeiten, dann wird euch das Geld kosten. In diesem Gratis-Coaching werdet ihr schon Sachen erfahren, aber dann, wenn wir uns dazu entschließen, miteinander zu arbeiten, dann wird es natürlich Geld kosten. Und dann ist es ganz wichtig, dann haben wir aber auch die Garantie, dass wir mit jemandem arbeiten, der es drauf hat. Und ihr habt die Garantie, mit jemandem zu arbeiten, der es drauf hat und der ehrlich ist. Und so schaffen wir es, jemanden dazu zu bringen, dass ihr eben auch diese extremen Umsätze machen könnt innerhalb kürzerer Zeit. Und dann daraus entsprechend so viel lernt, dass ihr uns wieder Feedback geben könnt. Weil das Wichtigste, der ein oder andere hat es auf dem YouTube-Kanal mitbekommen, was mich zum Erfolg geführt hat, waren Mentoren, Coaches und Masterminds. Also auch einfach schlichtweg Freunde und Kumpels, die mir gesagt haben, was ich noch besser machen kann. Im Dropshipping gibt es davon leider sehr wenige, denen ich vertraue und mit denen man sehr offen reden kann. Deswegen bilden wir uns unsere eigenen Leute dafür aus, wo wir einfach schauen, dass ihr so krass werdet, dass wir wissen, dass ihr, wenn ihr sagt, so und so ist das, A, die Wahrheit sagt und B, dass wir dann auch auf euch hören können und dass wir so alle gemeinsam mehr haben. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr da zu diesem Gratis-Coaching kommt, wenn dieses Gratis-Coaching dann darin resultiert, dass wir zusammenarbeiten, euch ausbilden, supergeil. Wenn nicht, dann habt ihr zumindest aus dem Gratis-Coaching etwas mitgenommen. Genau. Und wir wollen ja auch wirklich dadurch die deutsche, also die Speerspitze in Deutschland fürs E-Commerce einfach bilden und gründen damit. Auch einfach, weil wir dadurch ja extrem viel Mehrwert haben. Ich meine, wir sind ja selber auch in Masterminds mit sehr erfolgreichen Dropshippern aus Deutschland und ich merke jedes Mal wieder, wie viel Wert das einem gibt quasi. Und wenn wir dieses Wissen weitergeben und diese anderen Leute, wenn ihr dann in diese Mastermind mit reinkommt und uns diesen Wert durch andere Quellen, die ihr auch verfolgt, zurückgeben, und dann herrscht ein unglaublicher Wissensaustausch und ein unglaublicher Wert, der hin und her gereicht wird. Das ist einfach unbezahlbar. Haut auf jeden Fall mal gerne jetzt noch ein paar Fragen in den Chat. Mich würde nämlich interessieren, was interessiert euch? Ein paar Fragen, die ich auf jeden Fall noch habe, ist, Thomas, was glaubst du, was war vielleicht neben dem Bezahlanbieter, was war oder ist so ziemlich die größte Hürde, die man nehmen muss in dem Bereich Dropshipping? Die größte Hürde, die man nehmen muss? Also eine mit der größten Hürde war natürlich das mit PayPal. Also das Konto dann kurz gesperrt wurde und ich dachte, okay, jetzt ist alles vorbei. So. Ansonsten, größte Hürde... Ich denke, das ist erstmal am Anfang ist es das Finden eines richtigen Produktes, weil wenn ihr wenn ihr einen Shop gründet oder wenn ihr euch andere Shopify-Stores anschaut, dann seht ihr auch von erfolgreichen Leuten, dann seht ihr, dass sie da teilweise 50 bis 100 Produkte drauf haben, aber all die machen ihr Geld letzten Endes auch nur mit einer Handvoll Produkten daraus. Oft auch nur ein, zwei Produkte, die echt gut laufen, und mehr braucht ihr auch nicht. Ihr braucht einfach nur ein Produkt, was wirklich gut läuft,
Und dann könnt ihr das skalieren ohne Ende. Und in der Zeit, wo ihr skaliert, sucht ihr euch schon das nächste Produkt raus. Ja. Aber es ist halt diese Findung dieses einen Produkts. Und dafür müsst ihr teilweise 10, 20 Produkte testen, bis ihr mal wirklich eins gefunden habt, was gerade gut ankommt, wo gerade eine unglaubliche Nachfrage herrscht. Wohlgemerkt mit Systemtesten. Das heißt, nicht einfach eine Werbeanzeige machen und gucken, was passiert, genau, sondern wirklich hunderte Werbeanzeigen machen, auf verschiedene Art und Weisen Split-Testen, gucken, wie baut man die Landingpage optimal, auf verschiedene Landingpages Split-Testen, verschiedene Upsells Split-Testen, also wirklich das Ding von vorne bis hinten vollkommen durchtesten und extrem datenbasiert arbeiten. Wir haben ein Spreadsheet, was wir eben auch in der Mastermind teilen, was so spezifisch ist. Wenn wir das Spreadsheet nicht gehabt hätten, hätten wir vorher gedacht, dass wir lukrativ sind, wobei wir es gar nicht gewesen waren. So, und jetzt ist es eben dadurch, dass wir jetzt genau wissen über das Spreadsheet, wie lukrativ unsere Sachen sind. Dadurch können wir eben auch ganz sicher sein, wenn wir was skalieren, dass wir wirklich Gewinne machen. Weil eine der größten Sorgen, die ich mir auch am Anfang gemacht habe, deswegen habe ich auch Thomas immer wieder gesagt, hey, du musst da ganz krass drauf achten, dass wir da extrem spezifisch sind in den Zahlen. Da habe ich mir echt Sorgen gemacht, ob wir vielleicht auf der einen Seite das Gefühl haben, wir seien lukrativ, aber auf der anderen Seite sind wir es dann gar nicht. Und das ist ein ganz, ganz großes Risiko, was wir inzwischen sehr gut unter Kontrolle haben, weil wir eben dieses Spreadsheet haben. Dann kam auf jeden Fall noch die Frage hier von Frederik Gerz: Wie viel Startkapital wäre notwendig, wenn das Coaching für das Coaching und erfolgreiche Werbeanzeigen Split-Tests etc.? Die gleiche Frage kam auch von Erik. Bei dem Coaching ist es so, dass es verschiedene Angebote gibt. Es gibt genau genommen 3 genaue Angebote, die wir euch machen. Und ich will da jetzt nicht so viel drumherum reden, sondern wenn ihr euch für dieses Gratis-Coaching bei uns meldet, das erste Gespräch ist ja sowieso gratis. Und in diesem Gespräch können wir uns dann einfach weiter unterhalten, ob es Sinn gibt, irgendwie zusammenzuarbeiten oder ob ihr das einfach alleine mal versucht. Startkapital für Werbeanzeigen, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, 1000 Euro. Wenn ihr einfach nicht 1000 Euro habt, dann kann man auch schon mit 500 Euro anfangen, aber man braucht auf jeden Fall ein bisschen Spielgeld, um zu testen. Und bitte nehmt da nicht das Geld, was ihr anderweitig sonst für Essen ausgegeben hättet, sondern nehmt da wirklich Geld dafür, wo es im Zweifelsfall, wenn es weg ist, nicht so schlimm ist, wenn es weg ist. Theoretisch könnte man es auch mit 100, 150 Euro haben, aber dann ist auch wieder ein bisschen der Glücksfaktor abhängig. Habt ihr gerade jetzt ein Produkt gefunden? Und wenn nicht, also wir haben teilweise, wie gesagt, gerade schon gesagt, 20 Produkte mussten wir testen, bis wir wieder ein gutes gefunden hatten. Und mit 1000 Euro seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, sehr gut. Gibt es noch andere Fragen? Sonst würde ich sagen, beenden wir das einfach für heute und sehen uns im nächsten YouTube-Video wieder. Letzte Chance. 3, 2, bei mir blinkt das jetzt auch schon so ganz, ganz. Adrian fragt noch, könnt ihr mal eine gute Beispielseite zeigen von einem Shop? Ja, auf jeden Fall haben eine Seite, wo wir mal zumindest so einen ersten Blick drauf werfen können. Es ist immer so ein bisschen schwer, Seiten zu zeigen, weil man zeigt ja damit auch die Produkte, die man macht und die Produkte, die wir lukrativ schalten. Da möchten wir natürlich ungern jetzt, dass alle anderen, die dazu Konkurrenz sein könnten, das eben auch machen. Zeig doch mal eine Seite, wir hatten noch Fetter Fang beispielsweise, das lief nicht so gut. Mhm. Lass uns da mal in den Shop gehen. Okay. Also letzten Endes sehen die Seiten auch mehr oder weniger gleich aus. Also wir haben jetzt bei Fetter Fang nichts groß anders gemacht wie bei den anderen Shops, die gut liefen. Nur hatten halt hier, weil wir, wie gesagt, ein bisschen Probleme mit den Produkten, dass wir nicht das perfekte gefunden hatten und einfach da deswegen nicht lukrativ sind. Aber so, ihr könnt auch selbst einfach mal auf die Website gehen, fetterfang.de. Das ist so ein Shop, damit haben wir, wie viel haben wir damit gemacht? 5.000? Ach, nicht mal, 4.000. 4.000 ungefähr, 4.000 Euro Umsatz generiert. Davon waren vielleicht ein paar Dutzend oder maximal ein paar hundert Euro dann tatsächlich auch Gewinn. Und da haben wir einfach gesagt, das ist gerade nicht so lukrativ, das machen wir erstmal nicht weiter. Genau, und auf so einem Shop habt ihr dann, also da sieht eigentlich, meistens sehen die gleich aus. Diese ganzen Shopify-Shops haben dann so Einstellungen, dass ihr oben einfach euren Namen, euren Shop-Namen reinpacken könnt, genau wie euer Logo. Das kommt dann immer meistens oben links in die Ecke. Und dann habt ihr verschiedene Reiter, wo ihr euch alle Produkte anzeigen könnt oder verschiedene Kategorien einfach oder beziehungsweise Kollektionen. Die könnt ihr bei Shopify erstellen. Jede Kollektion sollte natürlich zum Beispiel was hier einfach andere Ausrüstung, alles was wir hatten, zum Beispiel einfach Köder oder Angelschnüre oder sonst irgendwas oder einfach Anglerbekleidung und sowas alles. Und so könnt ihr euren Shop einfach nach Kategorien aufbauen. Wenn ihr dann einfach auf so eine Shopseite geht, immer zum Beispiel auf diesen Anglerstift, das ist einfach so ein Stift, den ihr aufziehen könnt, dann haben die Leute eine kleine Angel. Eigentlich ein sehr gutes Produkt, aber lief nicht so gut, weil es auch relativ teuer war, einfach im Einkauf. Dann müsst ihr auch immer gucken, wie viel ihr denn ausgibt. Genau, und dann packt ihr einfach eine kleine, vorher, wenn ihr euren Shop bearbeitet, dann könnt ihr hier eure Farben, eure Variationen auswählen.
hier anzeigen lassen. Hier können die Leute verschiedene Mengen. Warum sieht man jetzt hier nichts? Achso, okay, das lädt ein bisschen langsam. Genau. Hier ist der, hier können die Leute sich was in den Einkaufswagen legen und dann packt ihr unten noch eine kleine Copy bei, wo ihr einfach das Produkt in kurzen Sätzen einfach ein bisschen versucht zu beschreiben, wie es auf Videos Amazon kennt. Und genau, dann ab und zu nochmal, wichtig würde ich hier, wie hier unten gezeigt, dann auch immer sagen, dass die Lieferzeit einfach lange dauert, wie in dem Fall 2 bis 4 Wochen, dass die Leute es einfach lesen. Die meisten, also viele werden es nicht lesen und ihr kriegt dann trotzdem viele E-Mails, das ist auch eine, ich denke, das reicht erstmal, eine große Sache, Customer Support. Wenn ihr kann man aber wohlgemerkt auch, und das machen wir auch, haben wir von Anfang an gemacht, weil wir wussten, dass das auf uns zukommt. Mhm. Die häufigsten Fragen einfach Standardtexte dazu fertig gemacht, die wir jetzt einfach kopieren und mal wieder reinpacken können. Wir sind noch ein paar Sekunden da, würde ich sagen. Für alles Weitere kommentiert gern dieses Video und wir beantworten das noch im Nachhinein. Und lasst uns einen Daumen hoch da, wenn ihr sagt, ihr möchtet mehr so ehrliche, so direkte und so transparente Einblicke haben. Vielleicht auch mal auf YouTube. Wir haben schon überlegt, ob wir einfach mal nach dem Dezember rückblickend den Dezember zeigen an Umsätzen, an wo haben wir viel Umsatz gemacht, wo haben wir vielleicht nicht so viel Umsatz gemacht und so weiter. Lasst mich wissen, Mädels und Jungs. Wir shippen, Adrian fragt, nach USA oder Deutschland. Wir shippen nach Deutschland, Schweiz und Österreich. Genau. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video wieder. Bis dahin erstmal alles Gute wie immer. Dankeschön, Thomas. Und Dankeschön euch. Ciao. Schönen Abend noch.